wunderschönen guten Tag zusammen zu den Non-Farm Payrolls im Live-Trading mit dem Stereo-Trader und natürlich auch mit Mr. Stereo-Trader, ja, Dirk Hilger. Ich habe es extra diesmal mit auf die Folie aufgenommen, ja, weil ich das ja immer sage, muss ja jetzt auch mal verschriftlicht sein. Ich bin gespannt, was die Zahlen heute bringen, ja, und natürlich, was der Dirk daraus zaubert. Die ersten Teilnehmer haben schon geschrieben, sie sind bereit für Gewinntrades. Na, Dirk, du weißt, gar kein Druck. Na, die Leute fühlen mit dir, egal ob du gewinnst oder verlierst. Aber genau was das angeht, springen wir mal direkt zum Risikohinweis. Denn egal, was der Dirk gleich machen sollte, ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Ja, ganz gleich. Wie der Dirk die Zahlen deuten sollte, was er für Trades eingehen sollte, vollkommen egal. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist vorweg immer wichtig zu sagen von unserer Seite. Und von daher würde ich sagen, Dirk, ich gebe dir mal die Übertragungsrechte. Genau, gib mir Und doch mal die dann, Übertragungsrechte. das mache ich doch gleich. Dann kannst du nämlich jetzt loslegen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Na, ich fieber mit, ich bin dabei. Und wenn was sein sollte, ich bin ja da, ich halte Händchen, so wie immer. Ja, wollte ich gerade sagen, du hältst mir auf jeden Fall ein Händchen, ne? Weil So. nach der Vorlage, die du hier auch gerade schon irgendwie geliefert hast, so alle warten auf, das ist natürlich echt so ein bisschen mies, ne? Das muss man ja schon sagen. Klar, geht es dann natürlich, ist das das Ziel, heißt aber dann auch nicht, wieso bin ich immer so klein, wenn der Kamera angeht. So. Heißt aber auch nicht, dass es das unbedingt so sein muss. Das ist natürlich das Ziel von der ganzen Geschichte und in der Regel oder im Durchschnitt klappt das ja halt auch, aber trotzdem nicht immer. Ich glaube, im letzten Live-Trading, Dienstag war das, ne? Waren es irgendwie, glaube ich, Dienstag. 14 Punkte oder sowas im DAX. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also überschaubar zur Eröffnung, aber trotzdem ganz okay und hängt natürlich extrem davon ab, was der Markt uns jetzt liefert, beziehungsweise die Ausgangsposition, da werde ich aber gleich jetzt ja auch drauf eingehen. Für meine Begriffe ganz schön tricky. Also das kann auf jeden Fall recht volatil werden, so würde ich es wirklich mal einschätzen. Ziemliches Rauf und Runter, eher nicht nur eine Richtung. Das ist so mein, ich will jetzt nicht sagen Bauchgefühl, das wäre falsch. Aber zumindest mal so, wie der Markt sich darstellt, wird es meines Erachtens darauf hinauslaufen. Wie der Florian gerade schon gesagt hat, ne, bitte nicht einfach nachmachen. Also es ist keine Floskel. Und wer es nicht lassen kann, dann kann ich nicht ändern. Aber es sind auf keinen Fall Empfehlungen, ne, weil halt, wie gesagt, auch wenn es im Durchschnitt funktioniert, heißt das nicht, dass das jedes Mal dann ganz wunderbar aufgeht. Ne? Klar. So, fettes Bullenhemd. Das wird einfach zu meinem Standardhemd. So, ich behaupte einfach, ich habe 3 Stück davon und ab und zu werden die auch gewaschen. Und behaupte ich einfach mal so. Und ja, die Kommentare hier, ich lese die gar nicht alle vor. Aber ich sag mal, danke, danke. Auf jeden Fall sehr lustig. Ich hoffe, euch geht's gut. Und anhand von der Teilnehmerzahl sehe ich auch, es sind schon noch viele da und noch nicht alle im Sommerurlaub. Aber das ist übrigens das Stichwort Sommerurlaub, den werde ich machen für ein paar Tage nächste Woche. Und zwar ausgerechnet dann, wenn das nächste Helpdesk ansteht, nämlich am Montag, werde ich leider nicht da sein können. Das musste also kurzfristig abgesagt werden. Ja, die Kommentare. Wir handeln alle nach. Der Ingolf. Also, wie gesagt, Montag kein Helpdesk, geht auch leider nicht mit Ersatz von Timo. Und nein, es sind keine Flitterwochen, Norbert. Es ist einfach nur ein kleiner Family-Urlaub mit nicht allen Beteiligten, aber halt trotzdem ein kleiner Family-Urlaub und so mal eine kurze Verschnaufpause ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. So, nachdem jetzt ja hier auch voll ist, gehe ich auch mal rüber auf das Bild. Also, wie immer links der DAX, rechts der Dow. Der DAX ist wieder ein bisschen größer geworden, wie man sieht. Vorher war der immer hier so ein Drittel vom Bild. Mittlerweile ist er wieder die Hälfte. Das liegt daran, weil ich mich wieder oder weil der Markt sich wieder in der Zone befindet, in der ich mich auch auskenne. Und einfach da, wo er jahrelang war. Ja. Also im Endeffekt sind wir einfach wieder nur in der Seitwärtsabteilung, wo der DAX eigentlich immer schon stand. Von daher alles gewohntes Umfeld. Also wer es mitverfolgt hat, so die letzten Tage, ich hatte ja gesagt, wir fallen von der 13.329 runter auf die 12.410.
Das hatte ich auch ziemlich ohne Konjunktiv so gesagt. Das liegt eben daran, weil das halt wirklich hier so eine Geschichte ist, die seit Jahren sich einfach im Markt immer wieder ganz klar darstellt und die wirklich eine Verlässlichkeit von, auch wenn es irgendwie merkwürdig klingt, ich glaube ja selber nicht 100% dran, deswegen haben die es auch nicht einfach 100%, aber die Trefferquote liegt halt wirklich da. Und deswegen habe ich da auch den Konjunktiv an der Stelle weggelassen, habe zwar gesagt, es müsste eigentlich so sein, aber rein statistisch war es halt noch nie anders. Von daher kann man da eigentlich schon davon ausgehen. Das haben wir jetzt gesehen. Also einmal hier runter von der 329 auf die 410, ohne dass zwischendurch da oben nochmal irgendwas kam. Ja, ein bisschen gewackelig hin und her ist okay. Aber grundsätzlich hat er die Reise fertig gemacht. Und wenn man jetzt mal hingeht, und das ist das Auffällige an der ganzen Geschichte, zieht einfach mal Fibos. Ja? Bin ja nicht so der große Fibo-Händler, aber hier ist es einfach zu plakativ. Wenn man dann mal Fibos zieht zwischen den beiden Marken, und dann sieht man, was für ein unfassbar deutliches Bild das ist. Ja? Also es gibt keine, die hier in irgendeiner Form nicht irgendwie einen Job gemacht hat. Ja? Also hier unten gestern bzw. vorgestern exakt auf der 76,4, dann heute hier fast exakt auf der 61,8. Wir kleben an der 38,2 und daher wäre es schon fast naheliegend zu sagen, na gut, dann machen wir heute die 23,6 voll und gehen am dort wieder runter. Runter, weil ganz einfach, da oben kommt der SMA 20, kommt gefallen wie so ein Stein, und der Markt läuft in der Regel nicht einfach drüber. Ja, also das heißt, genau dran auch eher nicht. Meistens hängt ja dann so eine Lunte drin und die könnte halt eben so aussehen, dass wir hier oben eben an der 23,6, das wäre dann von der Marke her, wäre das dann 13.111 oder irgend sowas. 113, ja, dass wir da einmal hinlaufen und dann eben halt wieder rückwärts. So, das heißt, wenn der Markt jetzt zu den NFPs das macht, dass wir da oben hinlaufen auf die 111, würde ich da oben shorten, ja, weil dann auch die Tageskerze für meine Begriffe eine Nummer zu lang ist. Nicht nur das, auch der Anstieg, der hier dahinter steckt, der ist ja vorhin mal irgendwie kurz durch die Decke gesprintet, irgendwie um 1 Uhr. Und ist auch nicht mehr wirklich komplett zurückgekommen. Also da fehlt noch irgendwie so der Test von dem Anfangslevel, wo es vorhin losging. Das werde ich aber gleich im kleinen Timeframe zeigen. Und in der Regel bleibt ja so ein Squeeze auch nicht stehen. Schlimmstenfalls dauert es dann 2 Tage. Ja? Das heißt also, selbst wenn es heute nicht irgendwie runtergehen würde von da oben, falls er darauf läuft, ist natürlich auch klar. Ne? Ist ja jetzt erstmal kein Gesetz, ist ja nur wenn, dann. Ja? Und dann ist es ein weiteres Indiz dafür, dass wir da halt auch nochmal ein gutes Stück runterkommen. Das würde absolut Sinn machen für meine Begriffe. Und eben in dem Bereich, wo wir jetzt gerade stehen, das ist also auf Anfang von den NFPs, wo das Ganze gleich losgeht, und das wären dann halt so rund irgendwie 80 Punkte, die theoretisch machbar wären, wenn der Markt so mitspielt. Ja, immer ganz wichtig, wenn, ne? Weil jetzt könnte man ja sagen, er geht doch hier long, ja. Ich weiß es ja nicht. Ich muss jetzt mal gucken, wie das Ganze reinkommt und dann entscheiden. Aber wie gesagt, ich zeige das gleich nochmal im kleineren. Im H1 kann ich es schon mal zeigen. Hier auch, ohne dass wir da zu klein werden. Aber hier sieht man, das ist die Kerze, die ich vorhin meinte. Ne? Das Ding steht hier noch dazu, ohne, ich hoffe, das habe ich an, das Teil her. Ja, noch dazu, wie man hier sieht, sieht man nicht. Geh mal weg da. Ich brauche doch jetzt keiner hier. So, ohne Lunte, ne? Einfach nur komplett hier gestartet. Um 12 Uhr müsste das gewesen sein und pöm darauf, ja. Und das fehlt halt einfach für meine Begriffe auch nochmal. So ein Rücksetzer da unten hin, da ist dann übrigens auch der SMA 20 im H1. Das kommt, also ja, entweder jetzt oder halt dann irgendwie später, aber das vergessen wird das nicht sowas. Und da bin ich eigentlich auch todesmutig ohne Konjunktiv unterwegs und sage, das ist schon so. Also da kann man eigentlich schon drauf bauen, ist aber trotzdem keine Empfehlung, klar. So, im DAO, der Daily, der sieht ein bisschen anders aus. Hier haben wir so ein bisschen umgekehrt das Bild. Das heißt, hier stehen wir über dem SMA 20. Wir haben keine neuen Lows da unten gemacht. Ich meine, die Geschichten hier brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Auch nicht, dass die Linie natürlich schon vorher grün war und vorher da war, bevor der Markt da war. Die liegt schon ein halbes Jahr oder noch länger da drin, sauber da unten hingelaufen und von dort jetzt auch keine neuen Tiefs.
und versucht sich jetzt hier über einen hängenden SMA 20 zu schleichen. Und ich hatte ja auch gesagt, wir laufen nochmal hoch bis ans Gap. Da stehen wir ja auch jetzt. Das ist das Gap hier in Gelb. Und da ist jetzt dann halt die Frage, wie geht es weiter? Im Blog habe ich auch geschrieben, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier oben einfach stehen bleiben, sondern ich gehe davon aus, wir kriegen irgendeine Form von Spike und laufen dann auch wieder rückwärts. Und zwar im Zweifelsfall auch bis darunter auf die 30.805. Muss auch nicht heute sein, wenn wir halt da oben irgendwo rumzackern und dann nehmen wir das irgendwie nächste Woche. Weil vom Prinzip her haben wir das Gleiche. Das Ding fällt, also der SMA 20 einfach ganz simpel, fällt wie ein Stein und in der Regel läuft er da nicht über den Hängenden so drüber. Ja. Und da kann man einfach auf die Suche gehen im Chart. Das wird man meines Erachtens nicht finden, ja, dass das so ohne weiteres funktioniert. Es kann natürlich jetzt sein, dass der sich jetzt hier rumbiegt. Man sieht ja hier, er macht sich jetzt an der Stelle gerade so ein bisschen gerade hier auch. Ne, das sieht man. Aber eben auch nur, weil die Kerze jetzt da steht. Ja. Das heißt, würde die jetzt da runterkommen, dann würde das Ding genauso hängen wie gestern. Weil das ist ja, der heutige Tag ist ja hier schon drin. So, heißt aber auch, laufen wir da hoch und bleiben da stehen, dann bleibt auch der SMA so stehen und der kann sich auch hier runterbiegen und dann irgendwann hier hochlaufen, dann würden wir aber trotzdem nochmal irgendwo dann hier rückwärts kommen. Ne? Und das heißt, die Geschichte wird auf jeden Fall nicht einfach so komplett nach oben durchs Dach laufen und dort stehen bleiben. Da glaube ich dann nämlich am allerwenigsten dran. Weil ich finde halt auch hier jetzt irgendwie long zu gehen, genau am Gap, ja, wo halt genau so eine Grenze ja auch schon ist. Also hier wurde der Markt einfach mal nach unten geschleudert und wurde hier versucht zu kaufen und dann nochmal jäh dran gescheitert. Und jetzt haben wir einfach eigentlich nur einen Test von unten nochmal von dem Gap. Da long gehen, ja, bin ich irgendwie nicht so ein Freund davon. Es kann funktionieren für einen Squeeze, muss man aber halt dann auch wirklich echt schnell sein, so ein Ding dann halt auch wieder loszuwerden und aufzulösen. Beziehungsweise dann halt eben mega eng absichern. Ansonsten kann das einfach ziemlich wehtun. H1 hier auch mal ganz kurz. Dort steht er jetzt hier unten einfach nur, sieht man, ne? Das Gap ist halt das Thema. Das heißt, da irgendwo reingelaufen, dann drauf aufgestützt, auf der Unterseite nochmal drauf aufgestützt und dann jetzt halt in der Konsequenz dann nach oben. Das ist schon okay so, auch dass er nach oben drückt und er kann auch nach oben, wie gesagt, wegsqueezen. Der DAX hat Platz nach oben, der DAX grundsätzlich, der DAO auch grundsätzlich. Aber wie gesagt, hier oben long, boah, ich weiß es nicht. Also mir wäre, ich habe nichts gegen Long, aber mir wäre wohler, wenn wir irgendwo unten Luft holen und man dann sieht, okay, da geht es nicht weiter und dass man sich dann eben halt drauf einschießen kann. Das wäre so eher das, was ich mir wünschen würde. Aber wie gesagt, wir werden es rausfinden, was das Ganze wird. Ich glaube, das wird wild. Ja? Also ich hoffe es eigentlich nicht, weil ich hoffe, dass mir was um die Ohren fliegt, sondern einfach nur, weil dann natürlich einfach auch hier im Markt ein bisschen was los ist. Ich schalte jetzt nur mal kurz um auf das andere Bild, auf die andere Plattform und dann gehen wir da nämlich auch direkt weiter. So, da bin ich wieder. Mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Also ich würde auch sagen, wir bleiben erstmal im DAO. Ich habe jetzt hier zwar den DAX, Entschuldigung. Aber wir bleiben jetzt erstmal im DAO und gucken uns mal an, was der treibt. Ja, ich habe hier den 2 Minuten, gehe aber hier mal auf 1 Minute jetzt. Und weil bei News ist ja alles immer so ein bisschen schneller, werde aber nachher wieder zurückgehen auf 2 Minuten. Hier oben wie immer der M5. Und wenn man sich die Trends mal anguckt, dann ist der M5 höchstwahrscheinlich long, genau. M15 ist long. H1 ist long, also alles nach oben gerichtet und der M1 vermutlich auch, ne, der ist short gerade. So, und das heißt generell die Trendrichtung in den Intraday-Timeframes, die ist schon long, von daher blind short ist vermutlich nicht so eine gute Idee, aber trotzdem kann das natürlich auch gedreht werden und es hat vor allen Dingen seine Grenzen. Ne? So, man sieht, das Orderbuch wird dünn, ich werde auch jetzt nicht hier irgendwie direkt irgendeine Position auf gut Glück machen, weil, wie gesagt, ich erwarte vor allen Dingen, dass es halt irgendwie schnell gehen kann und dass der Markt hektisch wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich hier nicht einfach jetzt sofort mit irgendwas da reinspringe, sondern eher versuchen würde, da irgendwo was zu fangen. So, erstmal runter ist eigentlich gut. Ja, man sieht es ja schon, das ist schon ein bisschen mehr als die letzten Male, ne?
aber eben auch fast nicht zu handeln, ne? Weil es war jetzt hier irgendwie eine Sekunde, wo der dann halt nochmal 40 Punkte rauf und runter ist. Und der kann ruhig unten ansetzen. So, ich behalte mal den H1 im Auge, den habe ich hier. Dort wäre jetzt der SMA 20, den haben wir jetzt gerade erreicht. Dort könnte er jetzt eigentlich abprallen. Aber alter Schwede, mit 25 Punkten Stop braucht man hier nicht anzufangen. Das macht gar keinen Sinn. Aber es ist zumindest wild. Also das ist ja das, was ich wollte. Vielleicht schaffen wir auch noch irgendwie den Point of Control hier unten. Mal gucken. Den würde ich dann sogar halt mitnehmen. Aber mit 50 Punkten Stop und Position entsprechend natürlich, ne? Aber hier runter und jetzt hoch wäre schon recht sinnvoll für meine Begriffe. Ja, da würden wir nämlich erstmal die Oberseite wieder versuchen, bevor wir die aufgeben. Ja, also jetzt hier irgendwie auf, das ist der EMA mal 200. Der darf ja auch gerne mal reagieren, aber eben halt auch hier kurz die Future-Eröffnung, ne? Die ist natürlich für meine Betrachtung relevanter. Also da ist jetzt hier kurz dran gescheitert. Das heißt, einmal kurz die Tageskerze umgefärbt und mehr ist dann nicht passiert. Und hier im M15 auch. Ne, das wäre jetzt einfach nur, wenn man es mal in Wellen betrachtet. Einmal runter, kein neues Hoch, ein neueres Tief. Ab hier könnte der eigentlich relativ stressfrei dann auch jetzt eine Fortsetzung machen nach oben nochmal. Und das wäre halt auch dann für meine Begriffe auch tief genug, aber so einen kleinen Stich fände ich jetzt trotzdem nicht so schlecht, auch auf die Gefahr hin, dass er ins Auge geht. Aber je tiefer, desto besser. Weil momentan sehen wir ja noch keine Käufer hier an der Stelle. Ne? Es drückt ja erstmal nur. Und deswegen würde ich da auch auf der Hut sein. 286 ist hier drunter, wäre mein nächstes Level direkt unterm Point of Control. Gucken, ob das eine gute Idee ist, den hier long einzufangen. Bitte nicht nachmachen. Bitte nicht. Ja. Ich habe heute auch ein bisschen vorgebaut, minimal. Also von daher ist jetzt nicht so schlimm, wenn der jetzt hier mit einer überschaubaren Position daneben geht. So, aber grundsätzlich, wir haben hier eine Reaktion. Ja, das sieht man ja. Das Problem ist jetzt hier nur, die Kerzen sind so ein bisschen zu lang, um da jetzt halt irgendwie mit einem kleinen Stop irgendwie reinzuspringen. In welche Richtung auch immer. Und es ist sicherlich nicht ganz ohne, da jetzt mit Long auch dagegen zu halten. Ne? Aber grundsätzlich, hier, Point of Control hat sich gerade verschoben. Ne? Ist gerade ein Stückchen nach oben gesprungen. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade das meiste Volumen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das hier funktioniert. Wenn wir jetzt durchstechen, wäre natürlich insofern gut, weil ich dann natürlich ja halt auch durch die Limit Pullback, die ich mal hier ein bisschen hochschrauben könnte. Wenigstens mal irgendwie auf 5 Punkte. Und dann halt mal sehen. Das wäre natürlich, also wenn er jetzt hier hochzieht, ne, von irgendwie 3 Punkte vorher verfehlt, das wäre natürlich auch mies. Aber noch zieht da nicht wirklich irgendwas, ne? Momentan drückt es eigentlich nur. Die 286. Von daher nicht so ohne weiteres hier. So, er versucht jetzt hier im M1. Mache ich den Market? Okay, ich würde ihn mal hier oben drüber setzen. Wie gesagt, bitte, bitte nicht nachmachen, ne? Ich werde ihn auch eng absichern, im Zweifelsfall auch mit Verlust rausnehmen. Weil es sind noch keine Käufer hier in Sicht. Ne? Es ist nichts in Sicht gerade, außer das bisschen, was hier unten drückt. Mehr haben wir hier momentan nicht. Ne? Großartig skalieren, weiß ich nicht, ob man das machen soll. Lieber ein bisschen Luft geben und dann halt mal gucken, ob da jetzt was passiert oder nicht. Und vor allen Dingen halt echt eng absichern. Ne? Sofort hier rein und entweder zieht er jetzt hier drüber oder eben nicht. Ja? Also hier im M1 sieht man ja, was ich vorhabe. Ich will hier oben über diese M1 drüber. Und dafür hat er auch nicht mehr viel Zeit, weil die ist jetzt um, die 5 Minuten. Und entweder läuft das Ding jetzt oder halt nicht. Ne? So, das heißt, die M5 müssen wir komplett dann auch hier ausnehmen.
rausgenommen kriegen, wenn das was werden soll. Im Zweifelsfall, wenn es dann halt hier ein paar Punkte plus, irgendwie 3, 4 Punkte plus, und dann ist das halt so. Ne? Ich kann es nicht ändern. So, weil die Gefahr ist natürlich hier auch, dass wir jetzt nochmal im M5 hier die Future-Öffnung testen. Ich würde das auch nicht mitmachen. Ich hänge mich direkt hier unten drunter, ne? Und lieber irgendwie ein paar Punkte plus als irgendwie wenige Punkte minus. Ne? Aber es kann halt schon sein, dass er jetzt auf 15 Minuten hin auflöst. Das heißt, dass der M15 hier oben versucht, jetzt gleich in grün zu schließen und dann halt eben nach oben raus zu gehen versucht. Ne? Man kann auch einfach mal hier sagen, gut, komm, ich nehme mal irgendwie einen Teil wieder raus. So, hier an der Grenze von der nächsten. Kann auch ganz rausgehen, da muss man die Entscheidung nicht mitmachen. Ne? Ist jetzt auch, wie gesagt, von der Position. Man hat es ja gesehen, ich habe die heute mal drin gelassen, damit wir hier einfach mal auch ein bisschen Beträge auch haben und nicht immer nur Punkte. So, das heißt, hier oben ist jetzt der SMA20 vom M1. Wir stehen hier an Kassaschluss von gestern. Der M5 ist nur korrektiv, ja. Bisher, und der M15 aber könnte das Ding komplett nach oben reißen. Es kann natürlich jetzt, wie gesagt, sein, dass man dann halt hier trotzdem rausfliegt. Auch wenn das jetzt alles erstmal schön ist, schön aussieht, heißt aber trotzdem nichts. Ne? Aber auf jeden Fall ist hier irgendwas verdient. So, wenn man natürlich fest dran glaubt, ja, dann lässt man den Stop irgendwo da unten, wo er war, und dann hat sich das. Ja, kann man natürlich auch machen, aber wie gesagt, ich will hier nicht so vermessen sein und sage, das, was ich sage, das muss unbedingt so kommen. Ja, das weiß ich ja nicht, weil der kann auch genauso den M15 komplett nach unten wegdrücken und dann steht man halt da mit einem Verlust, ist ja auch blöd. Ne? So, das heißt, das hat jetzt erstmal funktioniert. Ne? Irgendwie punktemäßig, was war das jetzt? Ja, hier 28 Punkte, ja gut, ne? Also klar. Wenn man jetzt natürlich da oben short gegangen ist und hat dann geschafft, da unten aufzulösen, hat man natürlich mehr. Aber das war dann zumindest hier mit einfach mit einem simplen, ja, technischen Ansatz dann jetzt einfach. Ne? Einfach hier das Hoch, wo ich halt gesehen habe, da will er drüber hinaus. Das setze ich das war halt die Vorgehensweise. Hier war der Entry, ne? Also über dem Hoch der letzten Minutenkerze und dann die hier noch mitgenommen, das hoch und dann hier oben den Teil raus an der nächsten und dann halt gucken, was passiert. Und das hier ist jetzt, das ist soweit okay, ne? Das habe ich auch so ein bisschen gesehen, ich habe ja auch kommen sehen, ich habe auch gesagt, im M5 kann es sein, dass wir jetzt hier einfach nochmal die Future-Öffnung testen. Ich weiß aber trotzdem nicht, ne, ob die dann hält. Keine Ahnung, ne? Also bis jetzt hält das Ding, das heißt, wenn man das nochmal machen wollte, dann müsste man hier oben irgendwo wieder rein. Ne? So. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Ich würde auch nicht den ersten Käufer da oben hin mitnehmen, sondern dann halt eher wirklich den zweiten. Aber das war doch zumindest, behaupte ich mal, noch eine ganz nette Position, ne? Die man hier mal machen konnte, ohne irgendwie zu viel zu denken und irgendwie zu spekulieren. Zahlen rauf oder runter. Ne? Ich habe gerade schon gelesen, gute Zahlen. Ihr wisst, wie es ist. Bedeutet im Zweifelsfalle rein gar nichts. Ne? Natürlich kann man das so interpretieren, dass man sagt, na gut, die Zahlen sind gut, also geht der Markt hoch. Ja, der Markt ist ja aber auch schon hoch. Und wenn die Zahlen gut sind, ja, und alle gehen hoch, beziehungsweise alle wollen kaufen, kann das natürlich auch die andere Seite nutzen, um eben alles, was sie loswerden will, abzustoßen. Also wäre dann halt, wenn die zum Beispiel halt, das ist jetzt irgendwie ein Fonds oder weiß der Geier, ja, egal wer das halt ist, wenn die halt einfach Positionen loswerden müssen, warum auch immer, erklärt ja keiner, ja. Wenn diese loswerden müssen, und das sind natürlich gute Zahlen, super, um das Zeug loszuwerden, weil wenn dann alle kaufen wie verrückt, dann fällt der Markt nicht so einfach. Das heißt, dann stagniert er auf hohem Niveau und man kriegt dort eben seine ganzen Stückzahlen los, ja. Und wenn die halt von der Anzahl einfach in Überhang haben zu dem, was an Käufer da sind, und dann fällt der Markt halt eben. So, wären aber nicht genug Käufer da, würde er vielleicht dreimal so weit fallen. Ja? Und deswegen am besten solche Überlegungen immer vergessen, ehrlich gesagt. Also ich bin da kein Freund davon, irgendwie nach sowas zu gehen. Und
und darauf irgendwie eine Position abzustellen. So, ich habe jetzt hier nochmal irgendwie eine kleine drin, weil ich jetzt drauf bauen will, wie der M15 auflöst. Ja, weil der halt hier unten, also da geht es ja gerade nicht so wirklich weiter. Und wenn der jetzt nochmal rauf drückt, und würde ich versuchen, den nach oben hin mitzunehmen. Aber das ist jetzt wirklich nur noch irgendwie ein bisschen mehr als ein Drittel von dem, was da ursprünglich war. Das hier ist eigentlich gut. Wir sehen hier irgendwie eine fette Order. Das ist die größte bisher, die jetzt hier aufgetaucht ist. Und wenn die jetzt rausgekauft wird und der Markt da oben drüber wegläuft, dann geht es wahrscheinlich auch relativ schnell, ne? Ansonsten weiß ich halt, okay, an der Stelle ist halt hier jetzt auch nicht mal eben drüber kommen mit einer Handvoll Kontrakten. Ist aber auch gerade schon wieder weg. Das heißt, kann genauso gut Fake gewesen sein. Muss man mal im Auge behalten. Aber grundsätzlich finde ich das hier oben schon die richtige Stelle dafür, wenn man eben noch mal rauf will, ne? Oder man geht natürlich, sagt dann, okay, hier unten keine neuen Tiefs. Solange da keine neuen Tiefs sind, gehe ich halt hier long. Kann man ja auch machen, ja. Spricht ja auch nichts dagegen, ja, weil es weiß ja im Endeffekt keiner, geht das Ding jetzt rauf oder runter. Ich sehe halt hier nichts, also zumindest nicht im Buch sehe ich gar nichts. Was ich hier aber jetzt gerade sehe, das ist, dass es ziemlich hektisch nach unten gerade drückt, und von daher mache ich die jetzt auch mal weg und gucke mir jetzt mal ziemlich genau an, was hier passiert, ja. Und wenn der jetzt irgendwie genauso hektisch nochmal nach oben drückt, und zwar genau über dieses Level, wo jetzt auch hier gerade das Ganze passiert ist, so an der Stelle etwa, und dann würde ich eher darüber dann auch schon nochmal die andere Richtung versuchen. Wir haben noch 4 Minuten, bis noch 3 Minuten, bis der M15 fährt. Boah, Entschuldigung. Ein bisschen trockener Hals heute. Bis der M15 fertig ist. Das heißt, da kann schon noch viel passieren. Und mir hängt der H1 hier unten auch so ein bisschen tief. Ja, da fällt mal eben unter die vorige Stunde drunter. Ich weiß es nicht. Da bin ich noch nicht ganz überzeugt davon, dass das so sein wird. Und so ein Markt ist auch schnell wieder 100 Punkte rauf. Hat man ja gestern ja vor allen Dingen auch gesehen, ohne irgendwelche News. Also zumindest wüsste ich mal nichts davon. Ging es dann gestern irgendwie Schweinsgalopp nach oben und irgendwie 150 Punkte, nee, vorgestern war das, ne? Irgendwie 150 Punkte in 1,5 Minuten oder irgend sowas. Ich dachte, was ist das denn? Ja. So, ja, danke fürs Feedback. Ich freue mich natürlich, wenn ihr hier was reinschreibt. Lob, Kritik, gerne alles willkommen. Ich versuche hier natürlich mitzulesen und auch drauf einzugehen. Die Liebeserklärung nehme ich dankend zur Kenntnis, werde ich aber nicht weiter erwähnen. Nein, Spaß. Also ich freue mich über jeden Kommentar, weil ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn so ein Webinar so ein reiner Monolog ist, sondern wir machen das ja hier zusammen möglichst. So, hier nochmal ins Tief aufgesetzt und in Anbetracht des Timings noch 1,5 Minuten sieht das schon so ein bisschen eher aus, als würde der M15 nach unten wegdrücken wollen. Ja, macht hier dauernd neue Tiefs, jetzt gerade schon wieder da reingespiked. Die 286, die ich vorhin auch hier erwähnt hatte, da haben wir jetzt ganz genau einmal reingespiked. Aber vielleicht war das auch jetzt nur einfach der Punkt, wo er hin wollte und wo es jetzt halt auch einfach reicht. Ja, mal sehen, was da gleich passiert. Sollte das jetzt irgendwie hochdrücken, ja, und hier unten nichts mehr kommen, dann hätte ich auch keine Schmerzen damit, mich Market da dran zu klemmen. Aber muss natürlich jetzt schon wirklich echt schnell gehen, wenn das noch was werden soll. Ansonsten würde ich Long jetzt hier erstmal lassen. Und dann halt eher gucken, ob man nochmal einen Rücklauf dann halt irgendwie kriegt und dort halt irgendwo reinkommt. Na, hier die 262, da unten in Violett, das wäre jetzt nochmal das Gap. Das ist ja auch nicht mehr wahnsinnig weit entfernt. Ja, das ist irgendwo hier so. 260, 262. Kann genauso gut sein, dass wir dort jetzt auch nochmal reinstechen, ne? Aber trotzdem hier Long jetzt ohne weiteres. Dann eher in der zweiten 15 Minuten. Genau. Also die erste M15 ist jetzt fertig, sieht man jetzt hier, ne? So, die hat auf jeden Fall recht deutlich nach unten aufgelöst.
hat auch hier den Trend mal kurz gekippt und sieht nicht so aus, als würde das jetzt irgendwie nur so eine zweite Welle hier werden in der Korrektur. Kann natürlich immer noch sein, aber die nächste Station wäre dann, wenn man mal beim M15 bleibt, ganz klar hier unten die 237. Ich versuche es mal irgendwie einzuzeichnen. Oder 240, ja, ne? Ich lasse das mal hier gestrichelt, das ist okay. Und man kann ja erkennen, was gemeint ist. Das heißt, das ist natürlich jetzt so, wo der Trend jetzt endgültig dann halt auch geknackt wäre. So, und alles dazwischen darf reagieren, das ist okay. Und darf dann auch nochmal deutlich rauflaufen. Und die 15 Minuten davor korrigieren. Ja. So, hier oben war vorhin der Drücker, den lasse ich mal drin. Also der den Markt runtergedrückt hat. Und da muss man jetzt mal gucken, ob wir hier eine Reaktion kriegen nochmal am Gap. Also hier die 262. Ich mache mal lieber erstmal eine Linie hin. So, die 262 an der Stelle. Und dann halt mal sehen, was er damit veranstalten will. Erstmal keine Order. Könnte man natürlich trotzdem mit einer Limit Pullback Order halt trotzdem natürlich hinsetzen für Long, ne? Ist klar. Also, weil das ist ja halt relativ ungefährlich. Aber trotzdem will ich jetzt hier erstmal warten, ob da nochmal einer kaufen will oder nicht, ne? Weil erstmal sieht es ja nicht unbedingt danach aus. Und er drückt sich auch hier unter das Low da drunter. Na, ich habe jetzt zumindest, auch wenn ich jetzt hier irgendwie nur 30 Punkte oder was das jetzt waren, rausgeholt habe, ich habe zumindest gesagt, ich glaube, das wird wild, ne? Ist es auch. Ich glaube, da habe ich nicht zu viel versprochen. Und aber das konnte man schon auch sehen. Also, dass das halt ein bisschen mehr Bewegung werden wird. Wir haben jetzt hier einen Pivot. Also ich würde natürlich schon gerne versuchen, hier nochmal irgendwas zu platzieren, aber auch jetzt natürlich nicht auf Teufel komm raus. Ne? So, weil was natürlich auch immer, was ja dann im Volksmund dann irgendwie gerne Stopfishing genannt wird, was man ja auch immer sieht, ist, wenn solche Lows wie jetzt hier unterschritten werden, ne, und jetzt eigentlich der Longtrend relativ klar hin ist, heißt das ja trotzdem nicht, dass jetzt hier direkt, nur weil da die Lows sind, der Markt weiter fällt, weil das sind ja genau die Dinger, wo ja drauf gewartet wird. Ne? So ein neues Low, ja, da gehe ich mal Short da unten, was macht der Markt? Triggert den Short da unten, läuft erstmal wieder einen Kilometer zurück. Ne? Das ist klar, weil das ja eigentlich erstmal, soll man sagen, also wenn ich oder wir, würde ich mal behaupten, irgendwie die Kohle hätten, um den Markt zu bewegen, wie wir es haben wollen, ja, würden wir es ja nicht anders machen. Wenn wir dann auch sagen, gut, wir drücken den erstmal da unten hin und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Das heißt, dann erstmal Füße stillhalten und mal gucken, ob alle gegen uns sind oder kriegen wir das Ding da unten durch. So, und dieses Füße stillhalten, ja, da unten dann erstmal Short raus, führt ja dann eben ganz genau dazu, dass da unten nichts mehr passiert. Und das erklärt ja dann eben auch das Stopfishing, ja, was ja nicht dazu da ist, dass wir da abgeholt werden, sondern es ist einfach nur, liegt in der Natur der Sache. Der DAX hat die fehlende Lunte nachgeholt. Ich gucke mal eben rüber. Auf den DAX wurde mich hier gerade gesagt. Hat er es schon? Ach ja, genau, guck. Ah, schön. Also genau das, was ich vorhin meinte, es wird ohne Konjunktiv, wird nicht vergessen. Da haben wir es schon. Hätte ich ja besser mal innen gehandelt hier. Aber gut, ne, ich hab's vorhin gesagt, hier unten ohne Lunte funktioniert so nicht, bleibt so nicht. Und schon erledigt. Ne? 20 Minuten später ist der Drops gelutscht. Das ärgert mich trotzdem ein bisschen, weil ich war da oben nämlich tatsächlich vorhin ziemlich dick short und habe den irgendwie bis 950 mitgenommen, aber okay. Wäre jetzt auch doof gewesen, mit einem fertigen Trader ins Webinar zu kommen, das wollte ich natürlich auch nicht. Ja, aber schon passiert und dann müssen wir jetzt hier auch mal, aber trotzdem, den lasse ich jetzt mal außen vor, aber trotzdem gut zu sehen oder schön zu sehen, dass das jetzt genau gepasst hat an der Stelle, was ich vorhin beschrieben habe. So, gehen wir hier mal nochmal zurück. Es ist ja immer noch, sind ja immer noch US-News und wir reden hier über den US-Index. Deswegen bleibe ich bei dem auch mal hier. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob wir hier jetzt mal noch ein paar Käufer sehen oder ob das wirklich hier unten am Stück durchgedrückt wird. Weil dann kann man es wahrscheinlich vergessen, da noch irgendwo in die Long-Richtung irgendwas mitnehmen zu können. Wird auch jetzt ein bisschen langsam der Markt.
Mal gucken, wenn ich vielleicht schon, sogar schon auf die M2 jetzt gehen kann. Na, ich mache es eigentlich immer so, wenn der Markt schnell genug ist. Dann M1. Und wenn er langsam wird, auf den M2. So, gucken, was haben wir hier? Erstmal nichts, ne? Also drückt sich hier gerade nochmal an das Gap von unten. Gucken, ob wir hier irgendwas Nettes kriegen. Ja? Man kann jetzt, könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, dann gehe ich halt hier nochmal irgendwie long rein, aber er drückt nach unten, drückt sich vom Gap weg. Ja? Heißt nicht, dass das so bleiben muss. Und hier oben ist natürlich schon so ein bisschen Luft für Korrektur. Ne? Das ist auch klar. Ist nicht ganz einfach, das hier. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch mal einen. Also ich wäre tatsächlich jetzt hier schon fast wieder ein Freund, noch mal long anzusetzen, weil hier unten geht es gerade irgendwie nicht so wirklich weiter. Hat jemand eine Position? Irgendwas Schönes mitgenommen. Ach, vom Timo war das gerade mit der fehlenden Lunte. Ja, schön. Ja. Also er klebt hier einfach am Gap. Finde ich ein bisschen tricky, ehrlich gesagt. Es ist schon ein bisschen, es ist nicht ohne. Also. Wenn wir jetzt hier gerade schon wieder zurücklaufen, aber da kann auch jede Sekunde sich das natürlich wieder anders überlegen. Gerade hier an der Eröffnung jetzt von den 15 Minuten von dem zweiten, das wäre eher schon wieder so ein Punkt, um einmal kurz hier die Farbe zu wechseln und dann wieder rückwärts. Ne? Deswegen traue ich Long hier gerade nicht so wirklich. Und sind auch hier. Was haben wir da? 10 Minuten im Hintergrund, glaube ich, ne? Ja. Nee, 5 Minuten Chart auch im Hintergrund hier. Nur man sieht es ja hier, der was so durchschimmert von der Farbe. Da ist der bisschen schwach hier von der Deckkraft. Erhöhen. Jetzt sieht es ein bisschen deutlicher, ne? Das sind ja die 5 Minuten Kerzen, die hier gleichzeitig mitgebaut werden. Und da kleben wir jetzt gerade halt hier an der Eröffnung von der letzten M5. So, der M15 versucht jetzt die Farbe zu drehen und dann, das geht in der Regel nicht gut beim ersten Ansatz. Und deswegen wäre fast schon hier Short angesagt wieder an der Stelle. Und wenn es nur irgendwie für ein paar Punkte ist oder sogar schon hier, ne, das kann einfach halt hier direkt wieder runterdrücken. Wir sind nicht weit vom Gap entfernt. Und das ist irgendwie. Eben war da schon relativ viel Druck von oben drin. Von daher ist das schon so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen hier. Gerade an der Stelle. Also ich wäre auch vorhin oben beim Gap, beim Anfang vom Gap bin ich ja auch nicht irgendwie direkt reingesprungen. Ich hätte echt gedacht, wir kriegen noch einen kleinen Spritzer nach oben und kommen dann halt runter. Wenigstens das. Aber dass wir direkt so runtergehen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin auch immer noch der Meinung, wir haben auch. Meine, der Tag ist ja nicht vorbei. Ne? Das ist jetzt hier erstmal nur NFPs und ich habe ja hier auch gerade gelesen, ne, dass gute Zahlen, also es kann schon dazu führen, dass der eine oder andere dann nachher bei der Kassaeröffnung dann halt irgendwie durchdreht, ja, und sagen, ey, wir haben gute Zahlen, lass kaufen, ja, lass kaufen den Kram. Und dass die Future-Händler dann erstmal Kaffee trinken gehen. Und die mal machen lassen, ne? Und dann stehen wir halt auch relativ schnell dann halt auch hoch oder höher als jetzt. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass wir nicht nachher trotzdem nochmal runterkommen, ne? Deswegen. Und das hier ist natürlich, je mehr der jetzt hier runterdrückt, der Markt, umso günstiger ist es halt dann ja auch nachher wieder, ne? Ganz blöd gesagt einfach, ne? Und das geht ja mit dem Future relativ günstig. Das heißt, wenn auch hier jetzt zum Beispiel, dann jemand den Markt vorbereitet, in Anführungszeichen, ja, aber mit dem Future geht es wahnsinnig günstig im Vergleich dazu, wenn man halt irgendwie diverse hunderttausende Pakete Aktien oder irgendwas halt haben muss. Ne?
Oder der Heiko sagt gerade ja, oder die behaupten gute Zahlen, robuste Wirtschaft, stärkere Zinsanhebung. Ja, genau. Das ist genau das andere Ding, ne? Also das heißt, gute Zahlen bedeutet ja auch, ja, die Wirtschaft ist super, können wir die Zinsen wieder anheben und Zinsanhebung bedeutet wiederum fallende Märkte, ne? Also zumindest mal als Impulsreaktion in der Regel, ne? Von daher, es gibt tausend Möglichkeiten, das zu interpretieren, tausende. Und im Endeffekt kann man auch eine Münze werfen und dann sagen, ja, die geht rauf oder runter. Und danach sagen, siehst du, ich nehme jetzt einfach die Erklärung, die ich am besten anhört und sage dann, ich habe recht gehabt. So, das ist halt eben das Problem bei der ganzen Geschichte, ne? So, hier könnte man jetzt auch noch mal irgendwie shorten. Soll ich das machen? Lass mich überlegen. Ja, vielleicht in der Etage nochmal Future Open, den fand er ja vorhin irgendwie total super. Das wäre dann schon wieder hier oben. Ja, okay, also ne, hier mal irgendwie eine Runde Long wäre, hätte man noch machen können, aber wie gesagt, ich habe dem Braten nicht getraut. Ich habe mich mit dem Long hier besser gefühlt, auch wenn der nicht ganz so weit gelaufen ist wie gedacht, aber ich brauche ja irgendwie irgendeinen Trigger und den habe ich hier nicht. Also besten Willen nicht. Also das hier wäre jetzt eher für mich die Abteilung, ey, der darf gerne nochmal irgendwie rückwärts laufen. Ne? Also so ab hier ganz schnell, dann bitte irgendwie nochmal Richtung Gap und bitte tiefer. Ne? Das wäre für mich irgendwie schlüssiger, als dass jetzt darauf läuft. Für mich, ja, heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem macht und ich da unten nicht reinkomme. Ja. Ich bestimme ja nicht, was passiert. Ich kann ja nur sagen, so, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor, vom Verhalten her. Und das mache ich. Und was ich nicht kenne, mache ich besser auch nicht. Aber das hier ist jetzt auch langsam. So, der hätte halt irgendwie so, genau wie er es oben eben gemacht hat, das ist zu langsam. Also für mich jetzt, um da jetzt ganz gechillt auf einem Short sitzen zu bleiben. Man hat es ja vorhin oben gesehen an der Stelle. Ne, das ging ja wirklich so einmal oben rumgedrückt und dann so plapp. Innerhalb von einer Sekunde stand das Ding dann halt dann auch gleich hier irgendwie 20 Punkte tiefer und nicht so ein Rumgebimmel hier. Und deswegen habe ich die jetzt auch gerade wieder weggemacht. Ne? Weil die hätte ins Auge gehen können. So, das heißt jetzt an der Stelle die Stunde. Wir gucken es mal an. Wo ist die Stunde? Da oben war die letzte Stunde. Das heißt, wenn der Markt also Anschluss sucht, dann muss er es woanders versuchen. Und zwar irgendwo in dem Bereich hier oben. So, also 3, 5, 4, irgendwo, das wäre so, das würde der Markt jetzt natürlich am liebsten machen, da oben rausschließen, also da beziehungsweise in der vorigen Stunde schließen. Das ist natürlich jetzt noch irgendwie 1,5 Minuten, das Mögliche ist alles. Aber da würde ich dann halt mal eher dann dagegen halten. Also genau da, wo ich vorhin gerade auch sagte, ne, das wäre zwar jetzt ein paar Punkte höher, aber hier nochmal die Future-Eröffnung. Finde ich besser. Da würde ich auch, hätte ich auch keine Schmerzen mit. Dort nochmal irgendwie ein paar Punkte versuchen rauszuschneiden. Dann sind wir erstens mal unter dem hier, ja, wo vorhin der Druck kam. Wir sind unter der Stunde, die er versucht, jetzt tatsächlich nochmal in der alten zu schließen. Grün wird die Stunde hier nicht mehr. Also müsste mit Teufel zugehen, wenn die noch grün wird. Und wir wären in der aktuellen Trendrichtung, die hier im M5, im M15 und in der Stunde, ja klar, du musst jetzt ein Update machen. Unten in der Stunde irgendwie alle auf Rot gedreht haben. Ne? Das heißt, wären wir auf jeden Fall dann in der Richtung dann auch drin und vielleicht auch hoch genug, dass es denen reicht, die hier gerade auf die Tube drücken, beziehungsweise den Shorties, die hier gerade auflösen. Ne? Das könnte halt passen. So, jetzt macht die Stunde dicht. Bin gespannt, noch 20 Sekunden. Aber würde halt auch dazu passen. Wie gesagt, Position jetzt kleiner als vorhin. Ne? Ist natürlich insgesamt überschaubar, klar, aber ich muss jetzt hier auch nicht mit zig Kontrakten im Webinar rummachen. So, aber grundsätzlich, ja.
könnte. Mal sehen. Ob wir sie nochmal sehen, die Eröffnung, oder zumindest kurz davor. Wäre dann jetzt auch tatsächlich hier im H1 auch nochmal der SMA von unten. So, hier Limit Pullback sehen wir jetzt gerade. Das heißt, die Order ist noch nicht gefüllt, sondern liegt jetzt erstmal 5 Punkte drunter. Ne? Und wird jetzt, sollte der Markt nach oben schießen, wird die Order, das sieht man nicht jetzt gerade schön. Ne? So, jetzt sind wir genau hier an der Grenze. Zack. Ne? Das heißt, der hat jetzt wohl nochmal zugeschlagen. Und die Limit Pullback hat man gerade schön gesehen. Ne? Ich habe gerade hier ein paar Punkte gewonnen, dadurch, dass die Limit Pullback mit nach oben gezogen worden ist. Ne? So, aber der Punkt hier war jetzt eigentlich schon recht okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der noch da ist. Ne? Erstmal relativ großer Stop. Oder ob er hier nicht auch nochmal irgendwie kurz in die Übertreibung gehen kann, sein. Ja, man sollte es natürlich, weil hier ist halt der H1 zu Ende gewesen. Ne? Deswegen habe ich da gesagt, das ist schon so die Richtung, das passt. Dass wir da nochmal hinlaufen. Wir haben auch hier das VAH. Das ist Value Area High. Der hier scheint irgendwie Feierabend zu haben. Aber ich bin auch bis jetzt erstmal nur mit einer Drittel beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Drittel drin und mal gucken, ob man den nochmal halt oben irgendwo skalieren kann oder nicht. Und ob man den nochmal ein paar Meter hier rückwärts kriegen. So, ist jetzt genau da dran gelaufen. Ne? Das ist typisch. Also dort ist eine Reaktion. Ja, ich hätte ihn natürlich jetzt auch dort setzen können, aber ich wollte jetzt nicht mich nachher dann selber sagen hören, ja, wärst du mal da unten schon reingegangen, wo die Idee zuerst war. Ne? Von daher ist es schon okay. Das ist schon okay. So, es darf es hier nur nicht übertreiben. Ne? Also hier oben rauslaufen fände ich jetzt nicht so klasse. Also hier die Highs kurz anknacksen, das wäre noch für meine Begriffe noch machbar. Ja, also ich ziehe auch hier den Stop jetzt nur, der ist ja genauso groß wie vorhin bei meiner vollen Position. Da ich aber jetzt nur ein Drittel habe, habe ich natürlich auch einen Stop Platz und lass den mal kurz da oben machen, was er auch immer da machen will. Und ja, weil wenn er die Highs hier rausnimmt, die Korrektiven und nochmal hier an den Kassa ranläuft, heißt ja auch nicht, dass er dann direkt drüber läuft. Das wäre dann eher wieder so ein Kandidat für, wir nehmen den hier oben nochmal mit. Ja. So, aber ich will jetzt auch hier eigentlich nur versuchen, nochmal ein bisschen Reaktion zu kriegen. Nochmal ein paar Punkte nach unten, vielleicht in den nächsten 10 Minuten. Und mehr muss das hier ja gar nicht werden. Ne? Ja, und wenn er nicht geht, dann halt nicht. Wenn ich sehe, hier kommt gar keiner mehr hinterher. Und dann ist auch okay. Ne? Aber es gibt ja so ein bisschen Widerstand hier. Man sieht es ja. Ne? Es ist ja nicht irgendwie ganz falsch, so wie es aussieht. Der Gedanke könnte natürlich jetzt auch hier dann anfangen, irgendwie nochmal auszubauen, das Ding. Ne? Also das heißt. Ich bin ja vorhin halt hier mit 2,5 drin gewesen, jetzt irgendwie nur mit 1. Das heißt, ich könnte auch hier sagen, gut, machen wir einen halben erstmal nochmal drauf. Und anstatt, dass ich hier jetzt irgendwie ganz ausbaue, weil wir haben ja hier zumindest mal so ein bisschen Reaktion. Ne? Das heißt trotzdem nicht, dass das jetzt hier schon reicht. Aber es ist ja nicht ganz unbegründet zumindest. Ne? Das steht ja auch fest. So, wir haben hier angefangen. Da ist auch nochmal so ein Kollege. Ohne Lunte, ohne alles. Point of Control, falls es schnell gehen sollte. Dort halt mal den Trail hinlegen. Aber es kann auch genauso gut sein, dass wir jetzt hier so enden und dann nochmal eine 5 Minuten dran setzen. Weiß ich nicht, ne? Also, mal sehen. Mal sehen, was er damit jetzt vorhat. Jetzt so die nächsten 20 Sekunden, ob er eher nach unten kommen und dann nochmal rauf ansetzen oder ob wir jetzt am Stück durchziehen. Also hier unter die Minute will er irgendwie gerade nicht so wirklich. Von daher kann es schon sein, dass wir jetzt hier nochmal so einen kleinen Spritzer kriegen. Das soll halt nur vielleicht nicht zu hoch laufen. So, die 5 Minuten ist fertig. Das heißt, hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen kleinen Nachimpuls.
Und dann geht es wahrscheinlich wieder rückwärts. Also ein bisschen warte ich mal noch hier. Ne? Der war halt, also von daher war das eigentlich okay, den eher später als früher, beziehungsweise eher kleiner als größer da anzusetzen. Ich fand es durchaus gerechtfertigt, das so zu machen. Ja, weil das war ja nicht ganz unbegründet. Man hat ja gesehen, okay, hier passiert was, hätte auch genauso gut sein können, dass wir halt von hier aus direkt nochmal runterlaufen. Ja, weil irgendwo hier passiert ja was in der Gegend. Ne? Deswegen finde ich es dann halt, wenn der Markt irgendwie so die Gegenrichtung anzeigt, dann eher, vor allen Dingen, wenn man halt dagegen hält, gegen den Impuls, und mehr haben wir hier ja nicht, ne? Im Trend ist alles rot, aber trotzdem bin ich jetzt gerade gegen den Impuls. Und dann lieber halt ein bisschen kleiner ansetzen, als irgendwie direkt zu überzeugt, da halt reinzugehen. Finde ich immer so ein bisschen besser eigentlich. So. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja gerade, ne, es drückt halt, da geht schon wieder nicht weiter, kommt halt gerade mal nichts hinterher. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir noch ein paar Punkte, das reicht ja dann auch. So, würde reichen, noch habe ich sie ja nicht. Aber würde mir absolut reichen. Einmal zurück auf den Anfang von der Stunde und was ja schon ordentlich tief wäre. Ne, macht er hier auch gerade, kommt zurück auf die Future-Öffnung nochmal. Nächster Anschluss wäre dann halt hier irgendwo in der Gegend. Das heißt, da einfach halt mal den Trail hin. Und dann mal sehen, ob er sich da unten durchdrückt. Im Zweifelsfall muss man ein bisschen Geduld hier haben. Kann auch sein, dass er nochmal hochläuft. Aber zumindest haben wir ja hier Gegenwehr. Ne? Das ist natürlich auch eine Nummer, wo man dann auch sagen kann, gut, wenn man dran glaubt, dann kann man die auch mal irgendwie mal ein bisschen länger aushalten. Und jetzt nicht unbedingt in den paar Minuten, wo ich das Webinar hier mache, muss man die ja nicht zwangsläufig dann schließen oder beziehungsweise, es ist ja nicht die einzige Herangehensweise, für so einen Trade. Ne? Ich hätte ja hier jetzt auch schon, wenn es nur darum ginge, jetzt hier im Plus zu schließen, hätte ich ja hier auch schon dicht machen können. Aber ich würde halt schon gerne sehen, auch wenn ich den jetzt vielleicht gar nicht mehr zukriege hier, bevor das Webinar vorbei ist, aber dass wir einmal halt darunter nochmal drücken, nochmal auf den Anfang laufen, weil wir eigentlich das gleiche Prinzip haben. Ne? Also wie vorhin im DAX, wir starten ohne Korrektur. Ne? Und das bleibt in der Regel so nicht. Und selbst wenn er es jetzt nicht sofort macht, dann halt möglicherweise mit der Kassaeröffnung. Ne? Also das würde mich wundern, wenn das so stehen bleiben würde. Ja. Auf der anderen Seite, wie gerade gesagt, ne, das hier war jetzt natürlich auch ein Angebot. Ich hätte es auch annehmen können und sagen können, ja gut, okay, ich gehe jetzt mal hier mit irgendwie 7 Punkten, 8 Punkten plus raus und ist gut. Ne? Aber ja, das glaube ich, werde ich mir im Zweifelsfall auch ein bisschen länger angucken. Ja, das erstmal stimmt es ja soweit. Also einfach von den Punkten, wie ich sie halt beschrieben habe. Ne? Was ein Short Set, Quatsch, ein Box Short Setup. Ist das so, Heiko, falls du noch da bist? Dann würden wir ja ohnehin auch, ne, wenn das ein Box Setup wäre vom Heiko, würden wir auch auf die 312 laufen, also hier unten, ne, da irgendwo so hin auf den Anfang. Da wäre jetzt auch passenderweise hier der SMA 20 im M1. Würde mir auch gefallen, ja. Deckt sich ja dann halt auch, ne? Also von daher wäre das schon auch total okay. So, das war das zweite Angebot, was ich abgelehnt habe, sozusagen. Aber wie gesagt, ne, mit der Positionsgröße ist. Also ich meine, das muss natürlich auch jeder für sich wissen. Aber hier geht es ja auch eher immer darum zu zeigen, wie kann man es machen. Was sind die Überlegungen oder was ist die Sichtweise? Und vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen, das Ganze, für das Ganze nochmal irgendwie halt eine andere Herangehensweise zu sehen. Und die ja bekanntermaßen eben auch nicht nur theoretisch ist, sondern ja auch live in Farbe und vor allen Dingen nicht nachträglich. Und mit Handeln. Ne? So, hier sehen wir also zum Beispiel den M5. Wenn man das jetzt auch nochmal als Indiz dann daher nimmt,
Irgendwie tiefer geschlossen. Es sieht eigentlich eher so tatsächlich mal erstmal nur nach dem Spike aus, den ich vorhin ja meinte, so der kann einmal hier hoch und dann nochmal runter. Erstmal auf Anfang kann es sein, dass er das jetzt macht. Ne? Also das heißt, dann hätten wir hier so ein bisschen Verzögerung drin. Also ich glaube immer noch, dass der Trade aufgeht. Sonst hätte ich ja schon längst dicht gemacht. Aber es kann trotzdem sein, dass wir halt einmal hier rauf spiken, bevor halt ein neues Tief macht. Ne? Das wäre halt okay. So, und was ich vor allen Dingen halt auch sehe, ist eben hier der M15 da oben. Wir haben eine lange Bewegung nach unten. Wir haben recht eindeutig hier Short getriggert, also ein Short-Trend getriggert. Ob das jetzt ein richtiger Trend wird, werden wir mal sehen. Aber das heißt, wir haben tiefere Tiefs und das kann ich, das brauchen wir auch nicht zu ignorieren. Und M5 genauso. Ne? Also ist alles rot eigentlich gerade. Der H1 ebenfalls. Und das gibt ja dann auch so ein bisschen Sicherheit. Ne? Das ist hier übrigens das Flux-Add-on. Ich weiß nicht. Der eine oder andere kennt es ja vielleicht schon. Das heißt, das nimmt mir zeigt mir die vorherrschenden Trends in den jeweiligen Timeframes eben an. Ne? Und kann auch hier zwei übereinander bauen. Das heißt, ich kann mir auch hier im M5 dann zum Beispiel, kann ich mir halt dann auch gestrichelt im Hintergrund den M15 anzeigen lassen. Ist ein bisschen dicker. Ne? Und im Vordergrund eben den kleinen. Also gestrichelt ist der übergeordnete, nicht gestrichelt ist der eigentliche Timeframe. Ne? Und das sieht man, das liegt ja alles ganz nett beieinander im Moment. Ne? So, hier jetzt ein Schuss bitte nach unten. Und dann bin ich zufrieden. Ich will den jetzt auch hier nicht ausreizen. Ne? Kleiner wird mir reichen. Vielleicht ist der DAO ja so nett und macht es das, bevor das Webinar hier zu Ende ist. Ne? Wer den Trade gemacht hat und sich nicht sicher ist und irgendwie nachgehandelt hat, obwohl es nicht sollte, kann ja hier einfach raus. Ne? Also es ist ja auf jeden Fall im Plus oder halt eben bei 0 gerade. Von daher passt das ja auch. Ne? Also wir haben hier auch, jetzt ist es einfach nur nochmal die Future-Eröffnung. Also mir immer noch nicht tief genug. Aber ich würde das eher dann halt dazu nutzen, um hier oben nochmal halt irgendwie einzudecken und dann halt die Position auszubauen, anstatt jetzt hier irgendwie zu früh drauf zu drücken. Ne? Also die paar Punkte, gut, hätte ich jetzt vielleicht auch irgendwie im Zuge des Webinars auch sagen können, komm, machen wir jetzt einen Haken dran. Aber okay. Ist jetzt halt so. Ne? Also, das heißt, auf Null sind wir jetzt gerade wieder. Jetzt muss ich nämlich nicht ganz wegbewegen hier. Auf Null sind wir gerade wieder. Sollte er es jetzt nochmal machen, nochmal nach unten kommen, dann würde ich jetzt hier erstmal auflösen. So, bei den M15, also das Webinar ist ja immer für 45 Minuten oder eine Stunde angesetzt und dann machen wir das gerade mal mit dem Timing hier von dem M15. Der löst er jetzt gleich auf. Beziehungsweise der, was heißt, der löst auf? Ja? Also der 15 Minuten Impuls ist gleich vorbei in einer Minute irgendwas. Und mal gucken, ob der es nicht schon macht und direkt wieder halt hier auf Anfang geht. Ne? Das heißt, auf Anfang hier von der Stunde, die hier unten liegt, ja, an der Stelle. Ne? So, da würde ich eigentlich einmal kurz drunter gucken. So, kann aber natürlich trotzdem sein, dass jetzt hier irgendwie der M15 da stehen bleibt, danach halt die Kasse nach oben ein bisschen irgendwie übertreibt und wir dann halt eben später einmal dann halt darunter schleudern. Kann genauso gut sein, ne? Das weiß ich halt nicht. Aber ist zumindest eine Sache, die ich halt hier jetzt erstmal im Auge habe. Und ungeachtet dessen, wie für meine Begriffe der Markt halt eben heute oder sagen wir mal heute und bis Montag einschließlich auflösen, sich verhalten könnte. Und da sehe ich halt auch durchaus schon nochmal eine Abteilung, nochmal eine Etage tiefer, wobei die nicht sofort jetzt unbedingt ab hier kommen muss. Das ist halt auch klar, ja. Also wie ich auch vorhin auch gesagt habe, eigentlich hat auch beides nach oben durchaus noch Luft, ja, nachher mit der Kasse. Das kann die ruhig machen, ne? Das ist komplett in Ordnung. Und ich sage ja nur halt irgendwie vom Daily her, ne? Und das kann natürlich dann auch mal irgendwie ein, zwei Kerzen, ein, zwei Tage dauern. Und dort sehen wir halt schon nochmal irgendwie eher tiefere Kurse, als dass wir halt einfach so am Stück
nach oben weglaufen. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht dran. Das wird so ohne weiteres nicht passieren. So, hier sehen wir jetzt halt auch nochmal, ne, irgendwie, da ist halt einfach wieder kein Durchkommen. Und die 15 Minuten sind jetzt eigentlich um, hat jetzt zwar hier oben geschlossen, heißt aber immer noch nichts. Ja, also es kann genauso gut jetzt kommen. Und aber das wird schon noch kommen. So, behaupte ich mal. Am liebsten jetzt natürlich, ne? Also, wenn ich hier mal einen Wunsch äußern dürfte, lieber Markt, dann mach das doch mal gerade hier und mach mal noch ein tieferes Tief und dann können wir hier nämlich das Ganze auch schön beenden und nicht nur mit etwas, was dann halt irgendwie nachher noch irgendwie aufgehen muss. Man sieht ja hier auch, ne? Also da auch einfach total simpel, ne? An den 20er einmal dran und dann halt mal gucken. Und darf er jetzt schon machen. Einmal nochmal runter. Waren wir noch so lang, ne? So. Die warten wir jetzt auch noch ab. Diese 5 Minuten. So, also ich bin vor allen Dingen halt echt dankbar für, danke euch für die ganzen Kommentare hier. Und für eure Teilnahme finde ich immer super. Ne? Also ich lese auch hier wirklich die ganze Zeit mit. Also ihr schreibt es hier nicht für die Katz, auf gar keinen Fall, sondern ich lese hier wirklich immer mit und versuche auch Sachen aufzugreifen, einzubauen, wie auch immer. Weil es halt einfach echt immer netter ist, wie wenn ich da irgendwie nur so vor mich hin brubble. Und es sind auch super viele die ganze Zeit da geblieben und auch richtig ordentlich besucht. Das ist natürlich auch schön. So. Und ihr merkt, ich versuche hier irgendwie die Zeit totzuschlagen, bis das Ding jetzt vielleicht dann da runterkommt. Und hoffe einfach, dass wir das halt jetzt hier schon noch in dem Webinar halt hinkriegen, wenn der Markt sich jetzt endlich mal dazu entschließen kann, einmal kurz einen Rutscher zu machen und dann wäre ich doch fertig. Er kommt doch sowieso, ja. Jetzt muss das jetzt hier nicht unnötig verzögern, sondern könnte uns jetzt einfach mal den Gefallen tun. So, will er aber nicht, ne? Er will da irgendwie kleben bleiben. Ich weiß es nicht. Also 2 Minuten warte ich noch und dann werden wir halt sehen, klappt oder klappt nicht. Ne? Wie gesagt, Angebote gab es ja hier schon, ne? Das Ganze aufzulesen, aufzulegen, aber aufzulösen. Aber ich wollte es ja nicht. Ich wollte ja was anderes. Ich wollte ja was anderes, aber so ist das dann halt, ne? Wenn man dann halt irgendwie zu viel will und dann muss man halt irgendwie dann auch mal in Kauf nehmen, dass es dann halt nicht funktioniert. Aber habe eben auch gesagt, wer es gemacht hat, obwohl er es nicht sollte, der konnte auch hier schon raus. Und von daher habe ich da jetzt auch erstmal ein gutes Gewissen damit, dass ich den Trade so gemacht habe. Und nicht ohne weiteres draufgedrückt habe. Weil das Ding ist doch auch das, ne? Wenn man sieht, irgendwo es geht irgendwo nicht weiter. Ja, irgendwie so. Und was passiert, ist ja auch der Klassiker, ja. Es wird einmal tiefer angesetzt und dann wird direkt nochmal oben versucht. Ne? Und von daher, auch dazu würde das ja auch hier total passen. Also, dass wir es jetzt irgendwie demnächst mal hier machen, auch wenn es jetzt irgendwie nochmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde dauert, wo er dann halt irgendwie klebt, wobei da kommt die Kassaeröffnung dazwischen. Eine halbe Stunde wird er da eher nicht kleben, aber vielleicht noch eine Viertelstunde und dann wird einmal unten versucht, nochmal und dann nochmal oben. Ne? Und das wäre tatsächlich so recht normal. Ne? Zumal wir hier auch irgendwie unter, was ja hier auch ist, ist einfach der Kassaschluss von gestern. Und klar hat er natürlich da auch ein Interesse dran, weil jetzt einfach die Kasse auch aufmacht. Ja? Und das ist natürlich jetzt auch dann die Frage, macht die Kasse jetzt hier mit einem Abwärtsgap auf, mit einem Aufwärtsgap oder einfach da, wo wir gestern gestartet haben? Und klebt jetzt erstmal hier ganz nett fest. Gut, ihr könnt es euch ja angucken. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwie in 2 Minuten hier passiert ist, aber es sieht gerade irgendwie nicht so aus. Es scheint ein bisschen länger zu dauern, aber es ist dann halt so. Kann es nicht ändern. Ne? Aber generell
glaube ich, war das ja alles dann trotzdem recht brauchbar, was ich hier von mir gegeben habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Langweilig war es nicht, glaube ich. Also vom Markt her, das ist auf jeden Fall die Bewegung, wo ich ja auch gesagt habe, okay, also zumindest mal von der Volatilität her hat das mit der Einschätzung recht gut gepasst, dass das nämlich relativ hektisch wird. Auch irgendwie direkt in den ersten paar Minuten, glaube ich, dann doch einen ganz netten Trade ja irgendwo hinbekommen. Und von daher bin ich da eigentlich erstmal recht happy. So, ich habe es immer noch im Auge. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht macht es ja irgendwie auf den letzten Drücker noch blub. Und ja, komm nur. Und wäre natürlich dann halt schöner, aber ich kann es ja nicht erzwingen. Ne? So, hier auch noch Feedback. Langweilig warst du gar nicht. Ja, das hoffe ich doch. Ich meinte ja auch eher den Markt. Ne? Und weil der macht ja nicht immer unbedingt das, was er soll. Der kann ja schon mal irgendwie komplett auch auf den Keks gehen. Ne? Und dann halt einfach nur rumlümmeln. Haben wir auch schon alles gehabt. Im letzten NFPs war das doch. Ne? Da gab es so irgendwie die so diverse legasthenische Bewegungen, wo man gedacht hat, so, was ist das denn? Ne? Also, was, wie immer sehr anstrengend. Ja, anregend, also. Ich lese hier nämlich gerade die Kommentare, aber dann schreibt jemand sehr anstrengend. Sehr anregend, nee, alles klar. Ich hab's richtig gelesen, so. Und Flachs, ne? Das kann doch jetzt nicht sein. Warte mal, hier. Ich gehe noch einmal kurz rüber. Das kann nicht Lorenz sein, das kann nicht sein. Nee, ne? Guck's dir an, ne? So, der wartet nur, bis ich Schluss mache. Und, ja, und dann macht das, ne? Vielleicht hätte ich schon mal Tschüss sagen sollen, dann würde er schon da unten stehen. Ja, hast wieder umgeschaltet, jetzt will er doch nicht mehr. Jetzt geht er wieder zurück. Ja. Guck dir das nochmal an hier. Das ist doch unfassbar. Ne? Aber es ist ja normal, ne? Aber gut, ich meine, ich habe ja halt auch gesagt, nö, ich will nicht da unten, ne? Mir gefällt das Angebot nicht, ich hätte gerne was anderes. Da muss man halt im Zweifelsfall dann eben auch Geduld haben. Es ist, wie man ein Auto sucht und sagt dann halt irgendwie, nö, ist mir zu teuer. Und dann muss man halt eben noch drei Termine machen oder halt den Verkäufer warten lassen. Ne? Und vielleicht, dass er dann irgendwann sagt, na gut, dann kriegst du halt den günstigeren Preis, weil ich finde keinen anderen. Ne? Nichts anderes mache ich ja hier auch gerade. So, von daher. Das gehört dann dazu. Mal gucken, jetzt vielleicht wie da oben wieder rauf. Es ist schon irgendwie lustig. Ja, aber das, ne? Also ich behaupte mal, trotz allem, so die Indizienlage ist ja hier wirklich die, da oben ist einfach nicht so wirklich und hier unten, wir sind im Short-Trend und ja, vielleicht springt der eine oder andere noch mit rein und sagt, nein, ich will hier kaufen. Und der nächste sagt dann, gut, genau auf dich habe ich gewartet und jetzt gucken wir mal, wo die anderen sind. Und das muss man halt dann eben nicht aussetzen. Das ist immer ganz gefährlich, wenn man gehebelt handelt. Aber was, der fällt jetzt zu 31,220. Wo kommt die denn jetzt her? Er ruft mal genau an. Er sagt, der Rainer, er ruft mal auf der Wall Street an und sag mal Bescheid. Das fände ich sehr gut. Die 5 Minuten, diese 5 Minuten Kerze machen wir jetzt noch fertig. Und dann machen wir endgültig Schluss und entweder löst das Ding jetzt auf oder nicht. So, mein letztes Wort. Weil es ist halt echt, es ist so viel los und irgendwie so viele, die halt hier mit mir wirklich durchhalten und nicht die Geduld verlieren. Und es ist so ein bisschen, ne, wie beim Sport, so man fiebert so mit, so irgendwie ist es so ein Krimi. So, wer macht's denn jetzt, ne? Daher, aber ja, ist solange halt hier irgendwie, ne, Widerstand da ist, alles gut. Ist erstmal nichts gewesen sonst. Aber ich glaube, die 3 Sekunden reichen auch nicht, so wie es aussieht, um das Ganze in Bewegung zu setzen. Oder vielleicht auch doch, vielleicht soll ich auch Sportmoderator werden. Ich habe nur halt leider von Sport keine Ahnung. Das finde ich auch sehr witzig. So, meine Damen und Herren, Sie sehen auf der linken Seite die Käufer, auf der rechten Seite die Verkäufer. Und wie man sieht, kann sich die Parteien noch nicht wirklich zu einer
Einigung durchringen. Und ja, das wäre halt so dann der Schachmoderator, das ist ganz bitter, ja. Also Das. die Leute, Teilnehmer sind wirklich noch mit dir am Mitfiebern, ne? Ja, Also ja. sonst kannst du auch noch die Ja. Börseneröffnung machen, ne? Also Nee, nee, können nee, die Leute, nee, 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 willst du nee, weil nicht? das, nein, dann sind wir auf jeden Fall, also da sind wir auf jeden Fall bei Viertel nach vier, ne? Und das ist, nee, Okay. nee, nee, ja. Ich habe heute wirklich so meinen letzten Tag hier, ich muss noch irgendwie 1000 Dinge erledigen und deswegen, nee, bitte Ja, nicht böse die sein, Leute aber schreiben schon, das, die wollen das haben. ja, die wollen das, aber ich kriege das echt nicht hin. Ich muss hier echt noch ein bisschen was tun und auch. Komm jetzt, komm, mach's einfach. Komm, mach es. Du musst Sonst einmal nur kurz hätte ich ja auf die gesagt, große Webcam gehen und dann kommt das. draufgesch und dann ist gut, ne? Aber halt, ja, aber wie gesagt, es ist heute, nee, weil ich meine, mit den ersten 5 Minuten von der Eröffnung kannst du eh nichts anfangen und dann bist du ja dann doch immer irgendwie erstmal eine Viertelstunde am Gucken und dann halt irgendwie hast du nachher ein Trade an der Backe oder du wartest auf eine Bewegung und ruckzuck ist dann halt eben Viertel nach vier, halb fünf. Ne? Und die Zeit habe ich nicht und auch nicht genug irgendwie Liquid in Throat, um das halt irgendwie hinzukriegen. Also ohne mich hier irgendwie zu verhusten irgendwann. Ne? So, der hat aber einmal schon wieder Hallo gesagt hier. Ne? Ja, das ist so. Der zuckt noch ein bisschen, ne? Ja, einmal gucken und. Will ja nicht, nö, will immer noch nicht der Hilger. Also das von daher, das reicht alles nicht. So, was? Aber geht zwei Unterhosen, ein Shirt, was? Zwei Unterhosen, ein Shirt? Ach so, du meinst den Koffer packen? Ja, ein bisschen mehr wird's dann schon. Aber vom Prinzip her natürlich, ne? Männerkoffer, da hast du schon jetzt nicht so Unrecht, dass sich das durchaus in überschaubaren Grenzen hält. Das ist natürlich schon wahr. So, irgendwie, nee, ne? Einmal kurz Hallo gesagt und bisher mehr nicht. Ich mache jetzt gleich Schluss, versprochen. Das ist jetzt lustig, es geht keiner mehr. Bleiben nur alle da und warten, dass das Ding irgendwie mir jetzt irgendwie um die Ohren fliegt oder aufgeht, aber ich wäre ja schon ein Freund davon, dass es aufgeht. Und nur einmal kurz nach unten rutschen und dann ist doch gut. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist ja auch nicht wirklich weit. Ne? So, ein neues kleines Tief, damit die Trendfortsetzer dann auch irgendwie getriggert sind und dann da unten mit dem Trail raus. Und das reicht mir doch schon. Mehr will ich doch nicht. So, was haben wir? Oh, Distanz 0. Das wird eng. Ja, das war der Grund. Siehst du, deswegen hat der Markt gewartet. Bisschen Distanz brauchen wir natürlich auch hier. So, zumindest mal. Was haben wir jetzt? 3 Punkte. Ja, okay. So. Also. Es wird trotzdem nichts, ne? Also, auch wenn wir jetzt hier irgendwie kurz vor der Kasseröffnung sind und irgendwie wir nochmal da unten waren, aber das. Der muss oben noch mal einsammeln. Das ist, damit sich das Ganze dann auch irgendwie lohnt. So ist es halt. Gut, also wir waren noch mal im Plus. Der andere ist im Plus geschlossen. An der Stelle, bevor ich mich jetzt dazu verleiten lasse, doch noch irgendwie hier an der Kasse hängen zu bleiben, mache ich an der Stelle das Webinar dicht. Bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Und natürlich den Florian auch für seine Geduld fürs Schreiben, also ihr alle fürs Schreiben nochmal. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, Helpdesk wird nicht stattfinden, aber wir sehen uns dafür, glaube ich, in 2 Wochen nochmal oder so zum Können wir, Live-Trading dann eben Dienstag vielleicht können wir den zuschalten. Helpdesk ja irgendwie verschieben oder so, dass wir den diesen Monat Ja, nicht komplett ausfallen lassen. Kriegen wir vielleicht hin. genau. Gucken wir mal. Genau. Gut, so, mir selber wünsche ich einen schönen Urlaub. Wir sehen uns bald wieder in alter Frische. Ich freue mich. Wie gesagt, nochmal Dankeschön und der Florian hat es ja gern das letzte Wort. Bis dahin. So sieht's aus. Ich danke dir, Dirk, für das schöne Webinar. Ich danke natürlich auch den Teilnehmern, dass sie so aktiv und wirklich bis zur letzten Sekunde noch drin geblieben sind. Ja, jetzt macht das. Er macht's. Es ist nicht zu fassen. Genau Ja, dann jetzt. schalten wir mal um, dann will ich sehen. Komm. Warte. Warte. Ja, jetzt ist aber auch schon eine krasse Markteröffnung. Nein, mach du mal.
Okay, na gut, dann pünktlich zur Markteröffnung machen wir dann jetzt das Ganze hier auch zu. Ich wünsche dir, Dirk, einen ganz schönen Urlaub. Ja, erhol dich gut und den Teilnehmern wünsche ich ein ganz schönes Wochenende. Kommen Sie runter, entspannen sich gut, paar Tage ohne Börse und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.